Kommt schon, ihr wisst doch ganz genau, wie das läuft. Brauche ich überhaupt ein Intro? Ich bin im Knast. Als Wache, nicht als Gefangener. Böser Gefangener kommt und böser Gefangener kriegt aufs Maul. Was ich gerade gesagt habe, könnte man genauso nehmen und auf Steam packen und jeder würde verstehen, worum es geht. So, was steht denn heute alles auf dem Plan? Abgesehen vom üblichen. Anwesenheit prüfen, Freizeit Gefängnis säubern, Freizeit abendlicher Rundgang. Das klingt jetzt alles nicht so unbedingt hart, aber wir müssen trotzdem wachsam bleiben, denn diese Leute sind überaus gefährlich. Ich will auch jetzt mal versuchen, ob ich den Dieb aus Thief Simulator finden kann, weil der ist ja anscheinend irgendwo in diesem Knast. Ich weiß nur nicht wo. Was? Wir haben einen Stromausfall. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich habe nur den blöden Dieb gesucht. Hast du auch keinen Strom? Ja, ich habe auch keinen Strom. Gott, ist das laut. Sicherungskasten. Ich behaupte einfach mal, dass das gerade kein zufälliger Stromausfall war, sondern eventuell ein Versuch der Häftlinge, hier rauszukommen. Und ich bin auch gefühlt der Einzige, den es interessiert. Ne, alle anderen laufen hier weiter ihre Runden. Aber vielleicht ist das einfach nur Zeichen ihrer unglaublichen Professionalität und der Fähigkeit, auch in den angespanntesten Situationen ruhig zu bleiben. Ah, das ist irgendwie gruselig. Ne? Wir haben so einen Blaufilter über dem Spiel und alles ist dunkel und nur die Notbeleuchtung geht. Ist schon creepy. Hier fehlen Sicherungen. Alles klar, jemand aus Block B fehlt. Der könnte dafür verantwortlich sein. Wir müssen ihn finden. Man kann nicht einfach abhauen ohne Strom, aber die Zeit ist auf seiner Seite. Es gibt jetzt drei verschiedene Orte, wo die Kollegen rumsitzen können. Der Gefängnishof, der Haupteingang und der Durchsuchungsraum. Werden die mich angreifen, wenn ich sie finde? Ja. Denn die haben ihre Entscheidung getroffen. Richtig? Die haben gesagt, wir brechen aus und da ist er. Yo, was geht? Kumpel, ist das dein Ernst? Geh doch bitte zurück in deine Zelle. Du kannst mich nicht aufhalten. Was ist, wenn ich's mache, though? Willst du aufs Maul? Ninja, Angriff! Hör auf, mich zu schlagen. Ist das dein Ernst? Er macht sich an der Tür zu schaffen und sagt mir, ich soll aufhören, ihn zu schlagen. Bist du dumm? Er sagt, er ist hier nicht sicher und keiner von uns kann für seine Sicherheit garantieren. Und der Aufseher ist der Letzte, der ihm helfen kann. Vorher werde ich dich durchsuchen. Läuft hier vielleicht ein bisschen was Korruptes im Hintergrund ab? Wo ist die zweite Zündschnur? Gute Übersetzung, Mann. Er hatte zwei davon, aber eine hat er verloren. Irgendwo auf seinem Fluchtweg. In der Halle, in der Werkstatt oder in der Kantine. Du kommst mit mir zurück in deine Zelle. Das heißt, es ist kein Ausbruch aus Widerstandsgründen, sondern ein Ausbruch aus Angst. Das behalten wir im Hinterkopf. Ja, vielleicht ist das Gefängnis hier doch nicht eines der besten 20 dieses Landes. Das ist aber genau die Abwechslung, die ich wollte. Na, jetzt jeden Tag effektiv dasselbe machen, wäre nicht so cool. Aber das jetzt ist schon relativ nice. So, rein mit dir. Zu. Und jetzt suchen wir die Sicherung. Ich glaube, die Krankenstation ist sauber. Keine Sicherung hier. Dann vielleicht in der Werkstatt oder in der Kantine. Das hier ist also die Kantine. Was ich nicht checke, ist Folgendes. Warum ist der für den Betrieb des Gefängnisses essentiell relevante Sicherungskasten in einem Gebiet, wo die Gefangenen einfach Zugriff drauf haben? Er ist nicht mal zugeschraubt, man kann ihn einfach ausmachen. Da kann jeder Heinzel kommen und einen Stromausfall auslösen. Also irgendwie hat der Architekt überhaupt nicht mitgedacht. Hier ist die Sicherung. Wie kommt die nach hier? Der Sicherungskasten ist hier. Also ist er um die Ecke gerannt, dann ist die Sicherung ihm aus der Tasche gefallen und bis nach da hinten gerollt. Ist das die Logik, die wir hier verfolgen? 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt so? Alles klar, das ist die Reihenfolge. 1, 2, 3 und die 4. Wir sind wieder im Spiel. Jetzt erstatten wir Bericht. Das war gruselig, ne? Ein absoluter Notfall. Aber auch das können wir handeln. Kleines Update, by the way. Ich habe den Dieb immer noch nicht gefunden. Ich dachte erst, er hier wäre der Kandidat, aber der Thief Simulator Dieb hat keine Tattoos im Gesicht. Vielleicht sitzt er aber auch nicht in Einzelhaft, sondern im regulären Zellenblock. Da müsste ich jetzt die
Akten ein bisschen durchsuchen. Habe ich überhaupt keine Lust drauf. Machen wir wann anders. Ja, der Typ sieht das alles relativ entspannt. Ne? Ich habe ihm gesagt, was los ist. Er hat gesagt, ah ja, das war der und der. Der bleibt noch ein paar Jahre hier. Ich mache die Papiere fertig. Okay. Und jetzt ist schon Abendbesprechung. Das heißt, der ganze Tag wurde jetzt dadurch gecancelt, dass wir den Stromausfall hatten. Ich muss das Gefängnis also nicht putzen, weil das war ein Punkt des Tages. Ich bin so froh. Ja, so viel ist jetzt nicht passiert. Plus eins Respekt bei den Wachen, alles andere ist gleich geblieben. Aber ich habe ja auch kaum was gemacht. Heute wird's aber dafür voller, ne? Zelle prüfen, Freizeit. Werkstatt, Freizeit, Häftlinge freilassen. Gut, also effektiv dasselbe wie das, was wir schon hatten. Nur Zelle prüfen ist neu. Den ganzen Rest kennen wir schon. Nevermind, es ist genau das, was wir schon hatten, weil Zelle prüfen heißt Pakete überprüfen. Ernsthaft jetzt? Gestern hatten wir einen coolen Stromausfall und heute sowas? Paket Nummer 1 ist sauber, dann das nächste. Die Leute haben jetzt aber deutlich mehr dabei. Erzähl das mal rein, das Ding ist wirklich gut gefüllt. Also was die von außen bestellen, ist schon reichlich. Das hier kommt auch noch dazu, das darfst du hier drin aber nicht haben. Wäre Snoop Dogg in meinem Knast, der würde es hier nicht aushalten ohne das Zeug. My Guy ist der Ultra-Stoner. Gut, bis auf das Teufelskraut ist auch hier alles klar. Wie viel haben wir hier drin? Meine Güte, die bestellen sich das komplette Amazon-Inventar. Eine Rasierklinge. Das hat hier in meinem Knast aber absolut gar nichts verloren. So, letztes Paket. Und dann machen wir weiter. Nix hier im Risotto. Nix außer leckeres Risotto. Ist sauber. Easy. Das war's. Das waren jetzt, was, 3 Minuten meines Tages. Will ich irgendwas machen? Nochmal das mit mehr Schnelligkeit. Ja, komm, das ist, glaube ich, relativ easy. So wie letztes Mal. Ich nehme das. Und jetzt muss ich es an 2 verschiedene Leute liefern. So, Justin, hier, Paket für dich und jetzt noch für den Alexander, der ist da hinten. Ja, das ist super easy. Absolut kein Problem. Plus 2 Geschwindigkeit. Und jetzt ist wieder Werkstatt. Oh, ich hasse Werkstatt. Beim letzten Mal habe ich ja die ersten 5 hier genommen. Jetzt nehmen wir die letzten 5. Spiel, ich weiß, wie das funktioniert. Warum kriege ich noch eine Einblendung? Hm? Ich bin ein Profi. Schickes Poster, by the way. Ein Mann der Kultur. Der Kollege hier hätte eine Nebenquest für mich, aber die zieht wahrscheinlich nach sich, dass ich Ruf bei den Wachen verliere, weil ich was für die Häftlinge mache. Deswegen spare ich mir das. Ich werde vermutlich grundsätzlich keine Nebenquests machen, weil, soweit ich das verstanden habe, sind das einfach nur so zufallsgenerierte Aufträge, wie irgendwie in Skyrim, wo es heißt, ja, nimm das, bring das dahin und dafür kriegst du Geld. Es ist nicht wirklich eine Story dahinter, also schenke ich mir das. Dieselben Werkzeuge wie immer, dieselben Werkzeuge wie immer. Ich mache mir jetzt auch keine Mühe, das irgendwie zuzuteilen. Ah, irgendwie das, was oben steht, kriegt er dann. Hier, viel Spaß mit dem Schraubendreher. So Leute, und jetzt wird ganz brav gearbeitet. Ansonsten gibt's aufs Maul, hast du das gehört, Jason? Feil schneller. Das kann ich aber nicht empfehlen bei der Arbeit, ja? Hier herrschen erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. So, jetzt nimmst du den Hammer, der da so komisch zwischen deinen Beinen baumelt, bringst den zurück und arbeitest weiter. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Abmarsch. Mensch, Leute, es ist doch nicht so ein schweres Konzept. Wer sich... Der hat eigentlich gar nichts gemacht und hat sich nur verteidigt, aber sicher, Wärter, gehen sie ran. Wer jemanden angreift, der... Schon wieder? Ich habe die 5 Schlimmsten ausgewählt, kann das sein? Die sind alle prügelsüchtig. Yo, Miguel, Blair Witch, was geht? So, Kinders, das Abenteuer ist vorbei. Wir sind über der minimalen Arbeitszeit. Ich habe es noch ein bisschen länger arbeiten lassen. Das Gefängnis braucht nämlich mehr Einkommen. Aber ich wollte es jetzt nicht komplett ausreizen. So, Werkzeug her und wehe, ihr klaut irgendwas. Ich habe immer noch den Prügel in der Tasche. Kollege Riesenschnauze hat ein Kabel dabei. Finde ich nicht so geil. Du irgendwas? Negativ. Du irgendwas? Ein Schokoriegel, den darfst du behalten. Und bei dir durchsuche ich das Gesicht und gebe dir eine Massage, weil ich mir nicht sicher bin, was du planst. Anscheinend die Unsichtbarkeit, weil er ist ein Magier. Leute, wird das heute noch was? Die Wegfindung ist komplett überfordert, wenn man zu weit von ihnen wegrennt. So, au! Jedes Mal meine Ohren, Mann! Heute ist ein relativ langsamer Tag, deswegen hinsetzen, snoozen bis zur nächsten Aufgabe. Das ist jetzt der abendliche Rundgang. Nee, Häftlinge freilassen. Glückwunsch, einige von euch schaffen es hier raus. Ich kann es nicht glauben, dass ich das sage. Nachos also, ja? Gute Wahl.
was Andenken angeht. Okay, hier ist das schon wieder. Es ist nicht wirklich schwer, es dauert nur ein bisschen. Jo, sieht gut aus. Ich habe das jetzt relativ schnell überflogen. Aber ich bin mir sicher, das passt schon. Der Nächste! Ha, der Typ heißt Brezel mit Nachnamen. Das ist funny. Das hat alles seine Richtigkeit. Und es ist auch der Dude, der nackt an einem öffentlichen Ort gelaufen ist. Wie ich sehe, wurde er begnadigt und darf jetzt hier raus. Ich gratuliere, weil die Haftstrafe dafür war schon sehr stark übertrieben. Das war's. So, jetzt machen wir Schluss. Yo, plus 10 Respekt bei den Wachen, plus 1 bei den Häftlingen. Alle lieben mich. Ich bin unglaublich beliebt. Meine Kollegen respektieren mich. Sie sehen langsam zu mir auf, obwohl ich der Neue bin. Und auch die Häftlinge lieben mich vielleicht nicht, aber sie akzeptieren mich. Das ist wichtig. Einführung eines Insassen. Freizeit. Zellendurchsuchung. Freizeit. Gefängnissäubern. Freizeit. Abendlicher Rundgang. Heute wird also ein bisschen voller und deswegen auch stressiger. Aber ich brauche mal eine Herausforderung. Ja, die letzten beiden Tage, bis auf den Stromausfall, waren relativ lahm. Jetzt bin ich bereit für was Großes. Willkommen im Gefängnis, das Loch. Das läuft jetzt folgendermaßen. Ist das dein Ernst? Wirklich? Das Erste, was ich aufmache und direkt ist sowas da drin. Kumpel, so machst du dir hier drin definitiv keine Freunde. Ich sag's dir, wie es ist. Das halte ich für ein bisschen schwierig. So, hast du sonst noch was dabei? Hm? Nee, guter Mann. Hier, viel Spaß. Die Fingerabdrücke passen nicht. Das ist das erste Mal, dass hier etwas nicht so ist, wie es sein soll. Der Kollege hat hier drin, glaubt, nichts verloren, weil seine Dokumente sind einfach fake. Das heißt, der hat sich selbst hier eingesperrt oder er geht jetzt wieder woanders hin, wo seine Dokumente weiter gecheckt werden. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit ihm gemacht habe. Habe ich ihn in den Schredder geschickt? Er nimmt eine Sache mit in den Knast und das ist Shampoo. Wie ich sehe, weiß er seine Prioritäten, weil sich die Haare anständig waschen zu können, ist schon sehr praktisch. So, aus der Reihen, willkommen im Ferienparadies. Ich kann jetzt auf dem Schießstand mit dem SMG rumballern, aber vorher muss ich das Ding noch putzen, denn sonst kann ich die Waffe nicht benutzen. Das ist disgusting. Ach so, ich kann jetzt nicht damit rumballern. Ich habe meine Freizeit jetzt damit verbracht, die Waffe zusammenzubauen. Ich meine, das ist cool, aber ich hätte die jetzt ganz gerne benutzt. Kinder, es ist Zeit für die Durchsuchung. Also alle Mann raus und lasst mich meine Arbeit machen. Ich gucke jetzt hier einfach mal, ob ich was Verdächtiges finde. Manche Sachen kann ich an verschiedenen Orten überprüfen. Zum Beispiel das Klo, einmal einfach nur so das Klo innen drin und einmal unter der Brille. Dieter hat eine Spritze unterm Kissen. Nimm mir das nicht weg, das ist für medizinische Zwecke. Das glaube ich dem Typen, der mich angegriffen hat, mehrfach. Oder soll ich es lassen für mehr Respekt bei den Gefangenen? Dafür geht vielleicht irgendwann das Gefängnis vor die Hunde. Ich lasse es mal. Aber nur weil du der Charakter bist, den ich erschaffen habe. Okay, wir haben eine ganz besondere Bindung zueinander. Das ist Fruchtsaft, den darfst du behalten. Ciao. Warum klinge ich eigentlich wie ein Minecraft-Villager, wann immer ich was durchsuche und nichts finde? Der Dude hatte würziges, getrocknetes Rindfleisch in seinem Klo. Why? Why? Außerdem, wir sind hier noch nicht fertig, ja? Ich habe ein bisschen was gecheckt, aber nicht alles. Eine Nadel zum Beispiel, siehst du? So machen wir das aber nicht. Kommst du raus? Freizeit. Jetzt SMG ballern, bitte. Jawohl. Wie genau unterscheidet sich das von dem, was wir schon hatten? Nicht wirklich. Es schießt halt eine Nummer schneller. Das heißt, der Schaden, den ich machen muss, den kann ich einfach schneller machen. Toll. Siehst du, ich bin einfach gut mit den Waffen, die ich persönlich gewartet und gereinigt habe. 16,5 Sekunden und 100% Präzision. Da hätte ich auch Respekt vor mir, du. Uiuiui, jetzt muss ich das Gefängnis säubern. Das ist aber nicht so, wie ich es verlassen habe. Irgendwer muss es ja machen. Ne? Das heißt, ich mache einfach so auf den Dreck und dann verschwindet der. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ich muss den Müll einzeln vom Boden aufheben und zu den Mülltonnen bringen? Ich krieg das Kotzen. Guck dir mal an, wie es hier aussieht. Hübsche Notiz, by the way. Geht genau so zurück. Wir brauchen hier Hilfe. Da liegt jemand am Boden. Seit wann liegt der da? Keine Ahnung. Können wir den mal kurz wegtransportieren? Vielleicht hat er einen Schlaganfall gehabt. Hier liegt so viel Müll auf dem Boden. Das ist...
nee, wirklich eine Frechheit, kann man nicht anders sagen. Die Leute, einfach Schweine. Ja, die essen was fertig und werfen dann den Rest einfach auf den Boden. Ach du heiliger Kumpel, geht's dir gut? Was ist denn hier passiert? Ist das ein Tatort? Ich glaube, das ist ein Tatort. Ich muss sogar dreimal wischen. Normalerweise reicht zweimal, aber das ist so hartnäckig. Da muss ich dreimal. Und hier hat jemand Tinte an den Schuhen. Ich verstehe es nicht. Nicht nur muss ich den Boden sauber machen, ich muss auch noch den Möchtegern-Deadpool von der Wand wischen. Das ist doch ein cooles Artwork. Warum mache ich das weg? Gib den Leuten doch was zu tun. Weil so werden sie einfach nur aufgekratzt wieder mal. Wir werden alle sterben. Ich weiß. So, das war Zellenblock B. Und es gibt noch zwei weitere Standorte, wo ich jetzt putzen muss. Der Job wird mir in Zukunft unglaublich auf die Nerven gehen. Ich weiß es ganz genau. Das dauert so lange. Wie passiert sowas überhaupt? Das hier ist unser Durchsuchungsraum. Man müsste meinen, da haben wir noch ein bisschen Kontrolle darüber, was die Leute machen. Aber auch hier sieht der Boden aus wie Sau. Und es sind random Schmierereien an der Wand. Wir haben diese Menschen einfach nicht unter Kontrolle. Und das hier kann ich genauso unterschreiben. Dieser Ort ist furchtbar. Die Umkleide, traue ich mich das? Ach du Heiliger. Als hätte man hier eine Granate reingeworfen und die Tür zugemacht. Als, wirklich, als wäre der dritte Weltkrieg hier drin ausgebrochen. Ich hasse euch, ihr seid alle Schweine. Oh, das war's. Ich will das nie wieder machen. Ich will, dass das klar ist. Niemals wieder. Lies es von meinen Lippen ab. Niemals wieder. So, jetzt wieder das hier. Na, schauen, dass jeder vor seiner Zelle ist. Schauen, dass alle da sind. Und die Leute, die rumlaufen, die frage ich ganz nett, warum genau sie nicht da sind, wo sie sein sollen. Ja, der will aufs Maul. Friss Amerika, Bitch, und bleib liegen. Habe ich mich klar ausgedrückt, du bleibst am Boden. Und du willst auch? Okay, okay, ich habe genug. Habe ich meinen Standpunkt klar gemacht? Meine Fresse, Leute, ich habe heute echt eine sehr kurze Zündschnur. Okay, also lasst das. Spart euch das, stellt euch vor eure Zelle. Und geht mir nicht auf den Zeiger. George, das gilt auch für dich. Abmarsch in die Zelle, dann können wir zumachen. Und dann ist für heute vorbei. Ich habe ein bisschen Respekt bei den Gefangenen verloren, was daran liegt, dass ich sie gehauen habe. Aber na, jetzt mal ein bisschen einfach nachdenken. Du bist in einem Gefängnis, wo du dich an Regeln halten musst und startest einen Kampf, vielleicht sogar mit dem Wärter höchstpersönlich. Da ist es normal, dass du dafür aufs Maul bekommst. Das ist das, was du zu erwarten hast. -4 Respekt bei den Gefangenen und +1 Risiko für einen Aufstand. Hoppla. Ich meine, ich habe sie nur für das bestraft, was sie getan haben. Klar, er lag am Boden und ich habe weiter draufgehauen, aber ich wollte meinen Punkt rüberbringen. Was ich außerdem auch rüberbringen möchte, ist das Folgende. Für dieses Mal ist es leider schon vorbei, denn der Wärter braucht Ruhe. Ja, es war jetzt doch ein bisschen anstrengend. Sehr viele Leute wollten kämpfen. Wir hatten diesen Ausbruch, das geistert mir immer noch im Kopf rum. Ich brauche Frieden, Erholung und dann komme ich zurück. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Puh, das ist teilweise schon ein bisschen anstrengend.